Wenn ich jetzt weiß, dass derjenige, der mich erschaffen hat und diese Gesetze für mich erschaffen hat, ne, ist der Schöpfer von diesen Gesetzen und von mir und von die, also von alles, was ich in der Hand habe, so, dann kann ich mir schon von erstmal schon vorstellen, was er auf diese Erde alles kann. Was er auf diese Erde alles kann. Jetzt, ich brauche dafür die Augen, um diese Wand zu sehen. Wir haben heute gesprochen, die Augen brauchen die Kraft von Herz. Und sie brauchen das Gehirn und die Nerven, die das übertragen fürs Gehirn, sodass ich das beschreiben kann, was ich gesehen habe, durch die Kraft meines Herzens, ne? Und durch meine Augen und durch die Nerven und durch mein Gehirn. Das brauche ich. Alles Geschöpfe Gottes. Alles hat er erschaffen. So, jetzt, ich sage, wenn ich das esse, jeden Tag, dann kriege ich keinen Schlaf. Das heißt, ich bin länger wach. Oder wenn ich zu wenig esse, ich kann länger leben. Oder wenn ich ein bestimmtes Mittel vermeide, ne, werde ich gesünder. Oder wenn ich irgendwas esse, werde ich kränker, werde ich krank. Wenn ich das entdecke, ne, dann weiß ich die Ursache für mein Leben, wie lange ich leben kann. So, wenn ich weiß, die Wärme macht meine Haut alt oder die Kälte macht mich schwach, dann weiß ich erstmal, wie ich das schaffe, länger zu leben. Richtig? Ich sag, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir die Augen gegeben, damit ich bestimmte Körper sehen kann damit. Ne? So, kann ich auch ohne Augen sehen? Nein. Das ist normal nicht. So. Koran sagt aber, Tarahum yanzuruna ilayka, wahum la yubsirun. Das heißt, du siehst, sie gucken dich an, aber sie sehen dich nicht. Das heißt, das ist möglich, etwas anzugucken, ohne ihn zu sehen. Obwohl das ja vor ihnen stand, vor diesem Menschen stand, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben ihn angeguckt, aber nicht gesehen. So. Was ist das? Die Augen normalerweise sehen, wenn sie sich öffnen und wenn sie in eine bestimmte Richtung starren oder an einen bestimmten Körper gucken, dann können die das sehen. Aber was ist das für eine Kraft, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Ghari Hira rausgekommen ist, ne, und las er diesen Vers, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Das heißt, wir haben vor ihren, zwischen ihren Händen einen Schleier oder eine Grenze gestellt und hinter sich eine Grenze gestellt, so dass sie hinter einem Schleier standen, so dass sie nicht sehen können. Sie haben Mohammed aus der nicht mehr sehen können. Das war nicht normal. Er war da. Und trotzdem haben sie ihn nicht gesehen. So. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kraft dafür, dass du nicht mehr sehen kannst, obwohl dass du guckst, obwohl dass deine Augen auf sind, obwohl dass dein Herz noch weiter pumpt, obwohl dass dein Gehirn funktioniert und die Nerven auch funktionieren. Aber ich kann nicht sehen. Das passiert dir auch manchmal. Du guckst Fernseher und du bist geistig abwesend, du siehst nicht das, was da gerade lief, obwohl du das angeguckt Ja. hast. So. Das heißt, das ist möglich, was für mich unmöglich ist. Was für mich bekannt als unmöglich ist, ne, ist für mich doch möglich, wenn ich darüber nachdenke. Jetzt, wenn die einen oder anderen, die einen oder anderen sagen, das ist unmöglich, dass Mehdi a.s. so lange gelebt und verschwunden ist. Untergetaucht. Irgendwo ist er. Man sieht ihn nicht. Kein Problem. Das ist nicht unmöglich, dass er so lange lebt. Wenn ich weiß, dass ich die Hindernisse dafür beseitigen kann,
die mich länger leben lassen, wenn ich weiß, dass das möglich ist, dass ich weniger krank werde, dass ich länger leben kann, dann ist das für mich erstmal möglich, durch bestimmte Versuche. Mhm. So. Jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwo gräbst, irgendein Trümmer oder so, da siehst du unten, unter diesem Bauschutt, manchmal irgendein, wenn du zum Beispiel eine Erde aufmachst, einen Estrich aufschlägst, da siehst du manchmal grünes Zeug von Pflanzen, die sich in diesem Beton befinden, die immer noch grün sind. Gras im Beton. Wenn du guckst jetzt, wie lange ist dieser Beton, wie alt? 50, 60, 70 Jahre alt. Und trotzdem, diese Pflanze ist immer noch grün. Warum? Weil sie ist nicht mehr unter die Natur, die normalerweise dafür gehört, um sterben zu können. Sie ist versteckt worden, sie ist eingedämmt, beziehungsweise sie ist gespeichert worden oder frisch gehalten worden, sodass diese Pflanze nicht gestorben ist. Das heißt, diese Lebzellen, diese Zellen in dieser Pflanze haben weitergelebt. So, warum? Weil wir das Licht und die Luft und die Energie der Sonne oder was weiß ich verschleiert haben, beziehungsweise gehindert haben, sodass diese Pflanze nicht mehr das bekommt. Oder manchmal, die nehmen Herzen von Menschen und die frieren das ein. 100 Jahre, 110 Jahre geht das, 120 Jahre, was weiß ich, wie lange das geht, je nachdem wie die Temperatur, wie hoch, wie tief die Temperatur ist und so weiter und so fort. Und wir nehmen das und wenn das wieder abtaut, pumpt das Herz weiter. Fische haben sie gefunden im Wasser, die sind über Millionen Jahre in Eskimo oder was weiß ich, die sind vereist gewesen und als sie dieses Eis abgetaut haben, fängt der Fisch wieder weiter zu leben. Fängt der Fisch wieder an, weiter zu leben. So. Das heißt, das ist möglich, durch eine bestimmte Arbeit jemanden länger am Leben zu halten. So. Überlieferungen bei Muslimen, alle, Sunniten und Schiiten, Ahmadi und egal, sagen, es gibt Wasser des Lebens. Wenn man davon trinkt, stirbt man nicht. Natürlich nicht. Es sei denn, wird man umgebracht. So, und die denken, dass Khidr, salamullah alayh, davon getrunken hat, von diesem Wasser. Das glauben alle Muslime. Ne? Ma'ul Hayat. Wasser des Lebens. Und sagen, wenn man davon trinkt, stirbt Erde. Man. Auf diese Erde. Wohl. Ja, man weiß ja, wenn man weiß, dann geht man dahin. Ne? Das heißt, der Mensch will gerne weiterleben. So. Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Wahrhaftige, der Glaubwürdige. Er sagt, wenn nur einen Tag bleibt, Allah subhanahu wa ta'ala verlängert diesen Tag, bis mein Sohn erscheint, sodass er die Erde voll mit Gerechtigkeit befüllt. So, das ist, weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Erstmal. Er ist der Wahrhaftige. Und wenn er so ist, dann glauben wir das auch, was er sagt. Jetzt, wenn man materialistisch denken will, es gibt dafür Beweise genug. So dass die Materie uns das ermöglicht hat, an sie zu glauben, dass es machbar ist, dass jemand über 1000 Jahre und aber 1000 Jahre leben kann. Das ist nicht unmöglich. Nicht für die Wissenschaft, nicht für die Natur und nicht für die Glaube. Das heißt, alles ist möglich. Ja. So. Wenn wir glauben, dass Isa al-Salamullah über 2000 Jahre alt ist und dass er nicht gestorben ist, im Koran steht geschrieben, dass sie ihn wieder gekreuzigt haben, noch getötet haben, sondern Allah hat ihn zu sich genommen. Das sind über 2000 Jahre. So, wenn man sagt, jetzt im Himmel, so, und das kann man im Himmel leben, muss man mir das beweisen. Wieso im Himmel ja und auf der Erde nicht? Wieso? Weswegen? So, dann muss man beweisen, warum kann man im Himmel über 2000 Jahre und mehr leben und auf der Erde nicht?
So, wenn man an diese Sache glaubt, die Ahmadi glaubt nicht daran.